Wir können sagen, dass die Experimente im Labyrinth ein voller Erfolg waren. Zu früh, um genaueres zu sagen, aber sie könnten der Schlüssel zu allem sein. Es wird Zeit. Beginnen wir mit Phase 2. Der lebensgefährliche Weg aus dem Labyrinth in die vermeintliche Freiheit endet für Thomas und seine Mitstreiter in einer neuerlichen Kasernierung. Die kleine Gruppe von Jugendlichen gerät in einer postapokalyptischen Welt, deren Population von einem Zombie-Virus dahingerafft wird, wieder in die Fänge der mysteriösen, regierungsähnlichen Sicherheitsorganisation Wicked, die sie für Experimente missbraucht. Ich erinnere mich, dass ich sah, wie meine Freunde vor meinen Augen starben. Möchtest du es denn nicht verstehen? Was verstehen? Warum das alles passiert ist. Wer du wirklich bist. Auf welcher Seite stehst du? It's so confusing for us, you know? Es ist sehr verwirrend für uns. Wir wissen nicht, was los ist in der Welt da draußen. Und dann erfahren wir, dass wir oder einige von uns immun sind gegen die Krankheit, die die Menschheit praktisch ausgelöscht hat. Lauf! Thomas! Das Labyrinth ist das eine, aber da draußen in der Brandwüste überlebt ihr nicht einen Tag. Oberaufseher Jensen regiert mit harter Hand und lässt die Jugendlichen darüber im Unklaren, was ihnen blüht. Als ihre Freundin Theresa in dem hermetisch abgeriegelten Komplex verschwindet, will Thomas dem Geheimnis auf die Spur kommen. In diesem Film geht es nicht mehr nur darum, zu laufen und aus dem Labyrinth rauszukommen. Schritt für Schritt erfährt man auch mehr über die Hintergründe. Irgendwas ist in uns, das Wicked haben will. Sie dürfen uns nicht finden. Ihr müsst nicht mitkommen, aber ich weiß, wir können es schaffen. Was Thomas aber schließlich entdeckt, schockiert ihn so sehr, dass er mit seinen Leidensgenossen die Flucht aus der Anlage in die unwirtliche, verödete und hochgefährliche Brandwüste plant, wo sich Rebellen verschanzt haben sollen. Das Spannende ist, die Lichtung und das Labyrinth, die waren abgeschottet. Es ging darum, dort rauszukommen. Die Brandwüste war aber riesig, endlos. Die Auserwählten in der Brandwüste hat zwar ein paar dramaturgische Schwächen, doch visuell macht er einiges her. Vor allem die Einstellungen von der postapokalyptischen Ödnis im zentralen Abschnitt außerhalb des Bunkers sind eindrucksvoll. Hallo Thomas. Du kennst mich. Unsere Freunde sind gestorben, damit wir so weit kommen konnten. Deshalb dürfen wir nicht aufgeben. Maze Runner, die Auserwählten in der Brandwüste, ist ein schnörkelloser, dystopischer Science-Fiction-Jugendfilm im Stil von Tribute von Panem. Allerdings kommt er nicht ganz an Teil 1 heran, aber egal. Schließlich ist der Film nur der Mittelteil der geplanten Trilogie. Teil 3 folgt im kommenden Jahr. Willst du nicht wissen, warum das alles passiert ist? Raus hier! Du bist der Wahrheit schon so nah.